lieber Steinbock und herzlich willkommen zum Reading für die erste Monatshälfte im Juni. Mein Name ist Sirut Sabine und gemeinsam schauen wir jetzt in die Zeit vom 1. bis zum 15.06. Mit welchen Energien startest du in den Monat, was ist wichtig und was fällt gegebenenfalls weg? Lieber Steinbock, achte bitte darauf, dass das Ganze hier ein allgemeines Reading ist und dass ich Energien öffne, die in deinen Themen, in deinem Feld sein können, Thema sein können. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass da gerade gar nichts davon ist. Also achte bitte gut auf dich und nimm dir das mit, was dir dient und alles andere. Das lass einfach ziehen. So, wir starten mal hier mit einer Hauptenergie. Es wird zu diesem Video eine Fortsetzung geben. Die Links dazu findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Für Steinbock, was haben wir hier? 1. bis 15.06. Ich habe hier die großen Arcana-Karten und die Asse. Ja, das Gericht, die Auferstehung, lieber Steinbock, raus aus den alten Kisten, raus aus den alten Mustern. Weckruf, höre ich ganz stark, Weckruf, Weckruf. Also es ist, als wenn der Wecker klingelt und du aufgefordert bist, aufzustehen, dich aus deinem Schlaf zu erheben, dich in dein Licht hinein zu erheben. Also ganz stark dieses Weckruf. Wir schauen mal weiter, was wir hier noch für Themen bekommen. Hier kullert alles durcheinander, aber wir haben zwei Karten hier. Die Windungen, die Kreisläufe des Lebens, die vielleicht sogar auch Umwege. Vielleicht hast du das Gefühl, du hast hier irgendwo eine Schleife gedreht, irgendwo einen Umweg gelaufen und im Hier und Jetzt darfst du ankommen. Die Windungen des Lebens, die glücklichen Fügungen, aber auch manchmal im ersten Moment erscheint es vielleicht, dass etwas schiefgegangen ist und dann doch dazu geführt hat, dass du wirklich präsent im Hier und Jetzt bist. Das Hier und Jetzt ist der Moment, in dem du handeln kannst, in dem du aktiv werden kannst, in dem du bist. Es nutzt dir nichts, in der Vergangenheit zu schauen, wo bin ich da, irgendwelche Schleifen gelaufen oder was kommt in der Zukunft auf mich zu, wie wird das werden? Sei ganz präsent. So, auch hier möchte ich bitte noch zwei Karten für Steinbock. Was haben wir hier noch für Impulse, für Hauptenergien? Für Steinbock. Die vier Münzen, das ist hier auch so ein bisschen meine Wurzelchakra-Karte, Firm Foundation, das stabile, solide Fundament, der Fels in der Brandung. Deine Wurzeln. Deine Wurzeln, um im Hier und Jetzt zu sein. Auch hier spirituelle Stärke, Stabilität, Ausgewogenheit. Auch wenn du hier mit den neuen Stäben vielleicht an der einen oder anderen Stelle dich ein bisschen erschöpft fühlst, ausgelaugt fühlst, nicht ausgeruht, so hast du doch die Kraft hier, immer wieder dich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren, denn genau darum geht es hier. Aussteigen aus alten Mustern, das schauen wir uns nochmal an. Aufwachen im Hier und Jetzt, ganz präsent sein, deinen Fokus haltend. So, was haben wir hier für Steinbock?
das Gericht, die Auferstehung, Erweckung, Aufwachen, Aussteigen. Was haben wir hier? Königin der Münzen. Das finde ich schon sehr schön. Allerdings kann es hier auch darum gehen, dass du dich zu sehr in dich zurückgezogen hast, dich zu sehr auf dein Selbst, auf dein Sein, auf dein Leben verlässt. Vielleicht hast du dich hier auch gemütlich eingerichtet. Die Königin der Münzen, da geht es immer um Selbstwert. Ich nehme aber, wie gesagt, hier auch so ein Stück weit diese Art Schattenaspekt wahr, dass sie nämlich einfach da sitzt und wartet und nichts tut. König der Kelche, wow! Ein Herzensmensch, ein gefühlvoller Impuls, die Windungen des Lebens vielleicht. Die Königin der Münzen nehme ich als deine Energie wahr, lieber Steinbock. Sodass du vielleicht versucht bist, abzuwarten, wie sich die Dinge im Außen entwickeln, anstatt selbst die Initiative zu ergreifen. So fühlt sich das an. Gefühlt erwartest du hier von diesem König der Kelche etwas. Der Gehängte und die vier Kelche. Bockigkeit, Ablehnung, in der Luft hängen. Stillstand. Auch er sitzt hier still. Das passt zu dem, was ich hier schon wahrgenommen habe. Du erwartest hier von diesem König der Kelche etwas. Hier kommt eine Chance, diesen Stillstand zu unterbrechen, zu durchbrechen. Und du lehnst diese Chance ab oder wartest einfach nur, was sich da zeigen möchte. Die Windungen des Lebens. Ich wollte ja mal auf die Karte schauen. Uhuhu. Lass uns mal schauen hier, die Windungen. Die spiralförmige Qualität der Ereignisse, solange eine Lektion nicht wirklich verinnerlicht ist, sich im Kreis drehen und die Notwendigkeit, ihn zu durchbrechen. Ein Muster aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Vielleicht geht es genau darum, auch mit dem Gehängten, ein Muster aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Weil mit dem König der Kelche sehe ich hier einen Herzensmenschen, der auf dich zukommen möchte und du aber hier in Ablehnung bist, in Vorbehalten bist. Ich habe das Gefühl, du hast hier, oder dieser König der Kelche hat hier Erinnerungen aktiviert in dir, die dich in diesen alten Spiralen laufen lassen. Die sieben Schwerter. Vielleicht befürchtest du, dass dieser König der Kelche nicht das hergibt, was er verspricht. Warum die sieben Schwerter? Hier geht es um sich davonstehlen, nicht da sein, in Erinnerungen, neun Schwerter, gefangen sein,
Es sind deine Befürchtungen, lieber Steinbock, die dich hier abhalten. Das Gericht sagt, aufwachen. Das Gericht sagt definitiv aufwachen. Geh aus diesen alten Mustern raus und komme im Hier und Jetzt an. Ja, du hast dieses stabile, solide Fundament in dir. Doch wenn sich an diesem Fundament etwas verändert oder in deinem Leben verändern möchte, da haben wir die Veränderung schon, dann machst du dicht. Die sechs Schwerter. Aufwachen. Ein neuer Tag beginnt. Eine neue Reise beginnt. Vielleicht fällt es dir schwer zu vertrauen, weil du gerne alles ganz klar und deutlich vor dir siehst, weil du gerne alles wissen möchtest, weil du gerne vorausschauend handelst, weil du gerne einen Plan hast. Vielleicht ist dieser König der Kelche hier nicht so strukturiert wie du, aber ich nehme den überhaupt nicht schwierig wahr. Die Kraft. Auf dem Weg in deine Kraft. Auf dem Weg in deine Kraft. Geh aus der Vergangenheit raus, lieber Steinbock. Geh aus diesen Gedanken raus. Sei im Hier und Jetzt. Schau auf das, was gerade da ist. Und nicht auf das, was dir dein Kopf erzählt. Vielleicht sagt dir dein Kopf auch, ich habe so viel mir erarbeitet, erreicht, so ein stabiles Fundament hier. Und jetzt kommt dieser König der Kelche, dann ist er wieder weg, dann kommt er wieder, dann ist er wieder weg. Und ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze hier einordnen soll. Und dein Verstand ordnet es aber der Vergangenheit zu. Der Stern, der Magier, wow! Das, was ich hier zeigen möchte, der Weg, auf dem du bist, ist hier die Wunscherfüllung und die bewusste Gestaltung deines Lebens. Und zwar aus dem Hier und Jetzt heraus und nicht aus vergangenen Geschichten, die du dir selber erzählst. Du bist hier auf einer Reise. Das Gericht sagt, Steinbock, aufwachen. Hier geht die Reise weiter und sie führt dich direkt ins Hier und Jetzt. Du gehst aus der Vergangenheit raus. Die Windungen, da möchte ich gerne mal noch eine Karte. Die Windungen des Lebens. Die Kreisläufe, vielleicht Irrfahrten. Keine Ahnung. Die Windungen des Lebens. Rückzug. Der Eremit. Vielleicht hast du dich auch aufgrund einer Ablehnung, Verzögerung, was auch immer, zurückgezogen. Vielleicht hast du dich ein Stück weit abgekapselt vom Leben. Und dieser König der Kelche ist hier eine Chance. Das ist womöglich der Wecker, der hier klingelt, der hier sagt, ey, aufwachen, raus aus den Federn, raus aus dem Rückzug, raus aus den alten Gedanken. Wir sind hier auf einer Entdeckungsreise. Weil wie willst du diesen König der Kelche kennenlernen, wenn du hier im Widerstand bist? Wie willst du diesem König der Kelche begegnen, offen im Hier und Jetzt, wenn du da Vorbehalte hast?
Sei geduldig mit dir selbst, lieber Steinbock. Geduldig und beharrlich, das bist du wirklich. Also da kann man nichts gegen sagen. Aber diese Geduld und Beharrlichkeit macht dich an und für sich oder ab und an auch mal ein bisschen träge. Du möchtest alles so beibehalten, wie es ist. Du magst nicht wirklich, wenn sich etwas verändert. Allerdings hier der Gärtner, der weiß, dass sich im Laufe des Kreislaufes, des Lebens, des Jahres aus seinen Samen Blüten und Früchte entwickeln. Das weiß der. Der ist da geduldig. Das ist aber die einzige Sicherheit, die er für sich hier in dieser Beweglichkeit hat. Sicherheit, es geht um Sicherheit. Nichts soll sich verändern, alles soll so bleiben. Du hast dir hier etwas aufgebaut, beruflich, privat, familiär, ich habe keine Ahnung. Und jetzt geht es darum, hinzuspüren, hinzuschauen, was davon dient dir noch. Wo hängst du hier in Strukturen und lässt nichts Neues in dein Leben? Weil gerade auch mit den 7 Schwertern und den 9 Schwertern bist du hier in der Vergangenheit gefangen. Es geht aber darum, jetzt nach vorne zu gehen. Du darfst in deine Kraft hineinkommen. Du bist Schöpfer deines Lebens und hier geht es um Wunscherfüllung. Was, lieber Steinbock, ist dein Wunsch? Wie kannst du für dich diesen Wunsch jetzt ja auch aktivieren und in dir annehmen? Was sind die Glaubensmuster, die dich hier zurückhalten? Was sind die Gedanken? Warum bist du hier in der Ablehnung? Und wie kommst du ins Hier und Jetzt, auf deine Reise, in deine Kraft? Und genau diese Fragen schauen wir uns jetzt in der Fortsetzung tiefer an, denn hier liegt eine große Kraft, ein großes Potenzial verborgen. Du hast ein solides Fundament, doch jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu gehen. Aus der Komfortzone vielleicht heraus und mal etwas mutiger zu sein. Mein lieber Steinbock, die Links zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich sehr auf dich und ich bin gespannt, welcher Wunsch sich hier zeigt und wie du diesen manifestieren kannst. Ich sag mal, bis gleich.